vorsichtig und da guckt mich jetzt eine Puppe an mit lila Augen. Und wenn die lila Augen die Puppe verlassen haben, dann hängt an ihnen eine komplett ausgewachsene Biene dran. Die ist dann eine wie die anderen alle hier. Und er, Lutz Eckert aus Jena, ist der Mann, der vielleicht den Stein der Weisen gegen das Bienensterben und damit zur Rettung des Planeten gefunden haben könnte. Zugegeben, sagt er selber, es gibt noch ein paar andere Bienenvölker, Selektierer, selbst in Deutschland. Aber im MDR-Gebiet hat er wahrscheinlich ein Alleinstellungsmerkmal schon wegen dieses seltsamen Dingsbums hier. 50 Nadeln stecken da drin, 50 Nadeln, um gute, gesunde Bienenvölker sozusagen ins Töpfchen und die schlechten, die Kranken, ins Kröpfchen zu sortieren. Man verletzt mit den Nadeln die verdeckelte Brut bei den Bienen und beobachtet dann anschließend das Erkennen, Ausräumverhalten der Bienen, sprich ob sie erkennen, dass diese Brut verletzt ist und dass sie die dann entfernen. Die Idee kam aus der Wissenschaft, das gibt es jetzt schon seit den 80er Jahren, sage ich mal. Da hat man allerdings immer mit einer Nadel 50 Zellen aufgestochen und ich habe mir gedacht, wir nehmen jetzt mal 50 Nadeln in einen Nadelhalter, in einen Nadelstempel und tun das zusammenbringen, dass es einfacher ist für uns als Imker damit zu handeln, weil wir ja keine Wissenschaftler sind und auch sein müssen. Und das ist sein Patent, der Weimarer Nadelstempel. 3 Jahre hat die Entwicklung gedauert und in Jena lässt er ihn produzieren. Die Nadeln sind nur die Waffe, um die Bienenbrut, die bei Imkern in solchen Zellen eingeschlossen ist, sozusagen anzuritzen. Die eigentliche Arbeit erledigt, wie im Grunde immer, die Biene. Ich habe jetzt erstmal kontrolliert, ob die Brut im richtigen Stadium ist. Und dann habe ich die Brut unter dem Zelldeckel verletzt mit den Nadeln. Und ich warte jetzt 6 Stunden. Dann komme ich wieder, mache ein Foto und nach 24 Stunden mache ich nochmal ein Foto und gucke, ob die Bienen erkennen können, dass die Brut verletzt ist und sie rausräumen. Und genauso weiß ich dann später, würden sie kranke Brut oder auch unterkühlte Brut rausräumen. Und genau das ist auch die Grundlage für die später die Selektion, die Varroa-Toleranz. Das Foto ist der Beweis. Mit der Brut gab es ein Problem. Das Feld ist mittlerweile leer. Die Bienen haben die Brut abgestoßen. Eckerts Weg im Kampf gegen die Varroa-Milbe, einer der Hauptgründe für das weltweite Bienensterben. Aber auch die Imkerbranche selbst trage Mitschuld. Man hat sich zu sehr auf die Honigleistung konzentriert und völlig außer Acht gelassen, dass die Biene über Selbstheilungskräfte verfügt. Und als dann die Varroa-Milbe, die ja eingeschleppt ist, sozusagen als Problem aufgetaucht ist, hat man sich dafür entschieden, Medikamente gegen die Varroa-Milbe einzusetzen und nicht die Biene das selber machen zu lassen. Und dann ist da noch das Ding mit den Bienen und dem Sex. Natürlich kümmert sich Eckert um seine Königinnen, appelliert aber auch immer wieder, vergesst mir die Drohnen nicht. Im Grunde ist es wie bei den Menschen. Von den schönen Völkern, die mir sehr gut gefallen, wo alle Eigenschaften vorhanden sind, die ich haben möchte, befördere ich sozusagen den Drohnenaufbau. Und lass diese Drohnen auch hier zur Standbegattung fliegen. Eckert kümmert der Honig wenig. Ihn interessieren gesunde und gesundete Bienenvölker. Er selektiert, verkauft sie nach ganz Europa, gibt Kurse in der Imkerbranche und geht fest davon aus, dass der Planet zu retten ist. Zumindest wenn Biene und Mensch sich verstehen.